Guten Morgen. Ja, nun haben wir das erste Jahr vegan hinter uns und ich möchte neben einer kleinen Verlichtlosung auch Resümee ziehen, was das Jahr vegan gebracht hat und auch etwas über meine YouTube-Erfahrung in diesem Jahr mit euch zu teilen. Das ja quasi ja auch sehr eng mit den Erfahrungen der veganen Umstellung zusammengehangen hat. Also am 4.12.2014 wurde ich vegan und wer sich mein arrogantes erstes Video noch nicht angeschaut hatte, da kann es oben in den Infokarten noch finden und das bleibt auch online. Ich habe, und das ist der erste Punkt und auch das gravierendste, das Gefühl, dass ich ein neues Leben lebe. Und ich betone das auch immer wieder. Ich hatte ein Leben, wo ich eigentlich im Endeffekt alles erreicht hatte vor ein paar Jahren. Hatte alles, was man sich als junger Mensch so vorgenommen hatte oder was ich mir vorgenommen hatte. Ich war reich, ich habe eine Familie gegründet, die ich über alles liebe, ich habe endlich abgenommen und ich war anerkannt. Das perfekte Leben. Mehr wollte ich nicht. Das waren meine Ziele als junger Mensch. So, das habe ich dann auch gelebt und als ich dann gemerkt habe, dass ich immer noch nicht zufrieden war, das hat jetzt noch nichts mit veganer Ernährung zu tun, als ich gemerkt noch nicht zufrieden war, habe ich angefangen nach neuen Ansätzen zu suchen und dann herausgefunden, dass die Suche das Problem war. Ich wollte immer mehr und immer neue Ansätze und dabei ging oder geht es einfach nur darum, die Dinge von innen heraus wirken zu lassen, zu akzeptieren. Das hat dann angefangen, dass ich vor vielen Jahren dann den Irrsinn des Geldstrebens richtig gespürt habe, von innen heraus. Dann diese elende Rechthaberei der Menschen und letztlich auch das Ego und das Pflegen des Egos und die Zusammenhänge. Das sind dann Dinge, die man spürt, dass sie falsch sind. Aber diese dann aus dem Leben zu verbannen, ist aufgrund der neurologischen Netze sehr, sehr schwierig. Aber Stück für Stück verliere ich diese unnatürlichen Verhaltensweisen, das merke ich und auch die Gedanken daran. Und der Umstieg auf die vegane Ernährung, die hat geistig nochmal einen richtig gewaltigen Schub gegeben. Nicht, dass ich meine grundsätzliche Geisteshaltung irgendwie verändert habe. Nee, diese Änderung, die geht nicht auf das Konto der veganen Ernährung, sondern die geht komplett auf das Erwachen und das Bewusstsein in den Jahren zuvor. Das Veganwerden hat mir einfach nochmal ein richtig großes Stück Kraft gegeben, diese Gedanken auch praktisch umzusetzen im Alltag. Kraft, ja, auch dadurch, dass ich das ganze Jahr im Endeffekt gar nicht krank war, nicht einmal. Von einer Lebensmittelvergiftung mal abgesehen, die aber auch nur einen Tag gedauert hat, wo ich früher 3-4 Tage lang flach lag. Ich habe keine einzige tiefe Depression mehr gehabt. Man hat sich mal ein bisschen schlecht gefühlt, aber keine wirkliche Depression ein Jahr lang. Und das gab es vorher in meinem Leben noch nie. Auch körperlich scheint alles gut zu sein. Meine Blutwerte, die Auswertung findet ihr ja immer in meinen Videos von meinen Blutwerten, sind absolut top. Ich habe auch nochmal 10 Kilo abgenommen innerhalb der veganen Ernährung. Vegan sein hat mir also geistig wie körperlich einfach nochmal richtig viel Kraft gegeben, noch mehr hinter mir zu lassen, noch weniger zu wollen und auch noch mehr zu akzeptieren. Und ja, wie ihr seit gestern wisst, auch die Kraft gefunden, den Schritt zu wagen, auch beruflich wieder komplett neu anzufangen, obwohl ich eigentlich schon alles gehabt habe. Denn die neurologischen Netze, die wir haben und die uns steuern, sind immer eng mit unserem Alltag verbunden. Und da die Arbeit größten Teil des Tages ist, ist es sehr wichtig, das im Endeffekt auch zu beschneiden, dieses neurologische Netz. Und und wenn man davon redet, man hat schon alles gehabt, dann meint man ja immer sehr häufig Geld und Erfolg. Und ich fange jetzt nur an, aber nicht weil ich wieder nach Geld und Erfolg streben will, weil das habe ich hinter mir, sondern weil ich mich wirklich selber verwirklichen möchte und weil ich wirklich nach, wie ihr in dem gestrigen Video auch mitbekommen habt, ja wirklich nach meiner Ethik, nach meiner Moral handeln möchte und zwar zu 100%. Und deswegen ist das auch dieser berufliche Neustart, der Cut mit den alten neurologischen Netzen, dass dieser auch wirklich ein ganz, ganz großer Schritt ist, denke ich, auch ausgelöst durch die Erfahrungen, die ich mit dem Umstieg auf die vegane Ernährung gemacht habe, da war auch so ein Cut mit der Ernährung, glaube ich, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung ist. Die sozialen Kontakte sind auch in dem Jahr explodiert, seit ich vegan bin. Angefangen mit einem Trip zur Revolution in Berlin habe ich nun weit über 100 Vegane persönlich kennengelernt und viele davon sind zu meinen Freunden geworden, teilweise zu meinen engen Freunden, mit denen man sich dann auch immer wieder trifft und austauscht. Ja,
Auch online habe ich viele Freundschaften geschlossen und insbesondere mit YouTube natürlich, aber auch Facebook. Und durch den Austausch und die Kommunikation mit vielen Menschen habe ich auch erkannt, dass andere Menschen ebenso diesen Prozess des Bewusstseins und des Lebens, des wahren Lebens auch wirklich durchmachen. Und das hilft natürlich. Klar gibt es auch neutral oder negativ zu bewertende Dinge, seit ich vegan geworden bin. Aber diese Dinge sind natürlich nicht wirklich negativ, sondern mein Ego empfindet sie als negativ. Aber und solange ich mein Ego noch pflege und damit auch am Leben partizipiere, solange muss ich diese dann aber auch erwähnen, um auch ein gerechtes Abbild meines denkenden Lebens abzulegen. Und wenn ich das nicht mehr hätte, würde ich auch keine YouTube-Videos mehr machen. Also von daher. Dazu zählt, dass ich nach wie vor keinen Ersatz für meinen Wunsch nach Fisch gefunden habe. Frischen Fisch. Das gibt es in der veganen Welt einfach nicht. Das muss man so, ja, muss man einfach so akzeptieren. Auch, dass sich meine Zahnentzündung, mein Bandscheibenvorfall oder mein zertrümmertes Knie nicht in Luft aufgelöst hat und verbessert hat, muss man einfach sagen. Die positivste Erscheinung des Jahres von der Ernährung war bisher, muss ich sagen, der Kombucha und die Fähigkeit, ein gesundes, schmackhaftes Getränk selber herzustellen. Das Video werde ich oben in die Infokarten mit reintun. Vom Essen her innerhalb der veganen Ernährung muss ich einfach sagen, die Rohkost ist nach meiner Erfahrung die absolut beste Ernährungsform innerhalb der veganen Ernährung. Für mich, wohlgemerkt. Alle Nährstoffe, beste Sättigungsrückmeldung und das vitalste Grundgefühl. Allerdings sind die neurologischen Netze des Geschmacks gekochter Nahrung einfach so stark bei mir, dass ich darauf eben auch nicht komplett verzichte bisher. Da ist auch das beste Gericht des Jahres meine Pizza Luigi. Das Rezept findet ihr auf jeden Fall oben in den Infokarten. Die beste Pizza, die perfekte Pizza, das Beste überhaupt im veganen Bereich. Geschmacklich steht vegane Kochkost mit der Ausnahme von rohem Fisch der omnivoren Ernährung eigentlich in nichts nach. Und ich habe in wirklich in allen besten deutschen Restaurants der letzten Jahre gegessen und so viele Hauben und Sterne verzehrt, dass ich ziemlich sicher behaupten kann, dass ich das Beste vom Besten, was die omnivore Ernährung zu bieten hat, gegessen habe. Das heißt vom Kobe-Filet über Beluga-Kaviar bis hin zur Gänseleber und Elchkäse. Also ich habe wirklich die ganzen Dinge alles durch. Also vegane Ernährung ist für mich absolut alternativlos geworden und der Verzicht auf Fisch, der muss einfach dann akzeptiert werden. Ja, und mit der Umstellung hat dann ja auch mein YouTube-Leben quasi so richtig begonnen. Und mittlerweile sind wir hier knapp 2000 Menschen, die hier mit mir zusammen ihr Leben bewusst reflektieren, sich austauschen und auch sich gegenseitig inspirieren. Das merkt ihr, wie ihr mich auch inspiriert. Ne? Es ist für mich unfassbar, dass im Schnitt jeden Tag 5 neue Menschen dazukommen, die sich uns anschließen. Weiterhin läuft jeden Tag im Durchschnitt zu jeder Sekunde des Tages, zu jeder Sekunde auf 5 verschiedenen Rechnern ein Video von mir. Das muss man sich vorstellen. Das ist Wahnsinn. Wir reden ja nicht von einem Segment wie Comedy, Beauty-Kanäle oder Let's Play, was die Menschen als leichte Kost natürlich gerne schauen. Und auch ist das kein militanter Vegan-Kanal, der durch einfache Botschaften und simples Anregen niederster Instinkte quasi die Leute relativ einfach und schnell anspricht, sondern hier muss man, um wirklich Freude zu haben, die rüber anstrengen. Man muss zuhören können und vor allem bewusst reflektieren. Irgendeiner hatte vor ein paar Tagen mal geschrieben: Mensch Christian, bist du nicht enttäuscht, dass du so viel Arbeit reingesteckt hast und so wenig dabei rausgekommen ist? Und dieser Kommentar zeigt halt den typischen YouTube-Zuschauer. Und ich weiß nur nicht, ob das jetzt ein Abonnent ist oder nicht, aber dieser Mensch, der wird auf meinem Kanal nicht so viel Freude haben können, wie auch sehr viele andere. Also einerseits natürlich die negative Betrachtung der Arbeit als solches, die aus ihrer selbst motiviert sein sollte und nicht vom Output, was ich auch immer wieder sage, man soll lieben das, was man tut und deshalb das auch tun und deshalb tue ich das auch. Als auch das negative Betrachten des Aktivierens von 5 Menschen täglich, die vom Grund her bereit sind, über ihr Leben nachzudenken und zu reflektieren. Denn ohne diese Bereitschaft, dann schaut man meinen Kanal nicht. Beziehungsweise nutzt das erste Video, was einem eben nicht die Eier schaukelt oder wo man eine andere Meinung hat, um einfach zu deabonnieren und wieder zu den Kanälen zu gehen, die eine einfache Meinung haben und diese in 100 Videos hintereinander von sich geben. Und dann ist man glücklich und dann hat man wieder angenehme Videos anzuschauen, bedient seine neurologischen Netze.
Und da muss ich für mich nach dem ersten Jahr festhalten, dass ich wirklich beeindruckt bin und hoffe, dass ich die Anzahl der Menschen wirklich halten kann. Das bedeutet, dass ich ja entweder noch mehr Menschen finden oder zumindest die Anzahl der Menschen, die ich hier täglich anrege und die mich anregen, konstant halten kann. Also auch wenn dieser Mensch, wenn er denn auch wieder meinen Kanal findet, dann sicher auch in einem Jahr fragen wird: Sag mal, du hast ja gar keine neuen Abonnenten bekommen, warum machst du denn die Arbeit? 2000 Menschen, das ist doch gar nichts wert. Du musst erfolgreicher werden, du musst noch besser werden als die anderen veganen Kanäle. Das ist auch immer ganz wichtig, vergleichen mit anderen Kanälen. Das lohnt sich doch sonst nicht. Ne? Also ja, diese Art der Kommentare, das wird es natürlich auch im nächsten veganen Jahr, YouTube-Jahr, noch weitergeben. Und ich hoffe, ich werde da auch weiterhin geduldig antworten. Denn ja, jeder ist an einer anderen Stelle. Und dass er überhaupt, warum auch immer, ein Video von mir geschaut hat, obwohl er offensichtlich so relativ festgefahren in seinem Denken ist, das alleine schon wieder ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, Videos zu machen. Vielleicht reflektiert er dann beim nächsten Mal darüber. Und ich habe ihn ja auch geantwortet. Vielleicht reflektiert er darüber, wie der Mensch aktiviert. Hier geht es darum, Menschen anzuregen und die Welt besser zu machen. Und das ist nicht als Plattitüde, als gern gehörtes Statement gemeint, sondern echt. Die Welt wird besser, wenn die Menschen besser werden. Nicht, wenn ein politisches System geändert wird oder Rechtsgrundlagen sich ändern, die Wirtschaft sich ändert. Das ist alles unwichtig. So viele reiben sich unter dem Deckmantel eines Bewusstseins daran auf, diese Symptome zu ändern. Aber alles, was geändert werden muss, das ist der Mensch. Und dann folgt alles andere, Politik, Wirtschaft, bla bla bla, folgt alles von selber. Und das ist meine Arbeit. Und das ist auch der Output. Arbeit gleich Output. Nicht das Geld oder der Ruhm durch 10.000 Abonnenten. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, wie sich das hier alles entwickelt hat. Was ja nun auch dazugekommen ist, seit 2 Wochen ist der Live-Talk am Donnerstagabend. Hier möchte ich eben auch ja, mal euch die Themen bestimmen lassen und dieses Gefühl für eine Gemeinschaft, die hier auf diesem Kanal an sich und ihrem Leben arbeitet, verstärken. Wo es mal nicht darum geht, dass ja um mich, sondern um Themen, die euch bewegen, die euch gerade durch den Kopf gehen. Und ich biete das weiterhin auch so lange an, solange Menschen mit mir über etwas reden möchten. Manchmal ist auch nur ja, das Reden das Richtige und ja, nicht das Thema an sich. Ne? Aber einfach uns auch wirklich die Möglichkeit geben, direkter zu kommunizieren als über die Kommentarfunktion. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste oder die entscheidendste Neuerung in meinem neuen YouTube-Jahr. Bisher waren bei jedem Live-Talk ca. 300 Menschen dabei, davon 20-30 immer zeitgleich online. Ja, wenn ihr anrufen wollt, dann schaut euch das Tutorial oben an, was ich in den Infokarten verlinkt habe. Es gibt im Endeffekt nichts, über das wir nicht reden. Also vom Weltfrieden über Bewusstseinsschulung bis hin zu perversen Fantasien ist eigentlich alles erlaubt und ihr könnt auch natürlich total anonym anrufen. Ja, und weil das ja auch wieder ein kleines Jubiläum ist, möchte ich auch wieder Sachen, die ich nicht zwangsweise brauche, wieder verteilen. Wie ihr ja wisst, darf man offiziell nicht mehr in Deutschland verlosen. Glücksspiel und so weiter. Wegen irgendwelchen Regelungen, wie dem auch sei. Daher mache ich es, wie ich es vorhin mal auch gemacht habe, weil es auch ja, denke ich, relativ fair ist. Ich splitte das einfach. Ich nehme das zurück mit dem Fairsein. Fairness hat jeder eine andere Bedeutung. Die 3 aktivsten Zuschauer, das bedeutet diejenigen, die sich am intensivsten mit meinen Videos beschäftigen, die sich also die Videos am längsten anschauen, YouTube tut das ja aufnehmen, am meisten kommentieren und die meisten Daumen geben, können sich aus folgenden 4 Dingen eins raussuchen. Das ist einmal das Buch Grüne Smoothies. Das ist einmal 400 Gramm Bio-Kurkuma getrocknet allerdings. Der ominöse Bericht zur Lebensmittelsicherheit, wo ich meine ganzen Videos da gemacht habe. Und das Buch Psychologie der Massen, was mir auch nur geschenkt wurde. Also aus diesen 4 Dingen können sich die 3 Leute etwas raussuchen. Wenn was doppelt gewünscht wird von den 3 Leuten, dann bekommt der oder diejenige das, der halt der größere Fan, wie YouTube die Interaktionsstatistiken bezeichnet. Also das, wo gemessen wird, wie lange schauen die Videos. Und diejenigen, die bereits ja, dieses Jahr schon einmal ein Geschenk erhalten haben im Rahmen einer Verlosung, bitte ich einfach zu verzichten, dass sozusagen dann immer nachgerutscht wird.
Ja, ab dem nächsten Jahr geht es allerdings, würde ich sagen, wieder einfach von vorne los und da kann dann auch wieder jeder sozusagen gewinnen. Also hier sind die aktivsten Zuschauer. 6-7 Emi hat zwar beim vorigen Mal schon auswählen können, aber verzichtet. Also liebe Emi, wenn dir eines der vier Dinge zusagt, sag Bescheid, dann bekommst du das. Ansonsten geht es halt wieder weiter. Die nächste wäre vegan ist auch eine Lösung und der dritte ist der Joachim von Difference is a Virtue. Wenn einer nichts von diesen vier Sachen will, dann würde dann Corinna jetzt oder Corinne, Entschuldigung, nachkommen und dann halt eben immer weiter. Das werde ich dann halt sehen. Des Weiteren kann ich zwar auch nichts verlosen, aber ich kann eine Challenge machen und zwar wer den gehaltvollsten Beitrag schreibt, den bestimme ich und verlose ich etwa nicht sozusagen. Also das Buch, was ich nicht verlose, ist das Buch Paleo Vegan. Wer sich also dafür interessiert, muss kurz sagen, dass er an der an dem Wettkampf teilnehmen möchte und mir dann schreiben, welche deine drei Lieblingsvideos von mir sind und warum. So, dann hoffe ich, dass ich wieder ja, einen Großteil von euch heute Abend um 21 Uhr zum Live-Talk sehe. Beim ersten Mal ja, haben tendenziell sehr viele gesagt, dass es zu spät war, wo es um 10 war. Das vorige Mal kamen einige danach und haben gesagt, oh, um 8 Uhr ist total früh. Also probieren wir es diesmal einfach um 9. Also heute 21 Uhr wieder der Live-Talk. Und nochmal, wer das Paleo Vegan will, das wird offiziell für nicht los, sondern per Wettkampf, den ich euch gesagt habe, unter das Volk gebracht. Und die anderen Sachen, die von den anderen vier Sachen, können sozusagen die drei aktivsten Zuschauer quasi und die dieses Jahr noch nichts gewonnen haben, quasi auswählen. Sagt mir Bescheid, gebt eure Kommentare, sehr viel gewesen heute und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns heute Abend und bin gespannt auf eure Themen. Bis dann, macht's gut, euer Christian. Tschüssi.